Der Bürger geht auf die Toilette, spült einmal, ja, und dann ist es wie in Geschichte. Alter Schwede. Er stinkt aber nicht schlecht. Hält sich in Grenzen. Wir hätten schon schlimmere, ne? Ja, aber das ist schon... Wir kommen nicht nach Hause und stinken wie ein Abwasserkanal. Ne? Man sollte da nicht ins Detail gehen, wenn man eine Frau kennenlernen will. Mein Schlüssel ist in Gulli gefallen. Passiert denn sowas öfter oder uns nicht. Bin ich einfach nur zu schusselig? Sie werden es nicht glauben, aber es sind meistens Frauen. Das ist aber kein Vorurteil. Ist vielleicht eine Farce, dass ich mal Konditor gelernt habe, aber so krass können die Gegensätze sein. Da hat noch mal einer kräftig an der Toilette gezogen. Ja. Bleib wach, bleib wach. Ja? Du machst aber auch einen Scheiß. Junge, Junge. Natürlich, das Käffchen zahlen. Guck mal auf die Uhr. Sonst kommen wir überhaupt nicht zu quatschen. Moin. Moin. Nach dem Café Diensteinweisung. Moin, Sascha. Sascha. So, für euch, was liegt an heute? Für euch habe ich heute einmal einen Fettabscheider. Ja. So, und dann haben wir noch einen Special-Auftrag heute. Oh, das hört sich immer gut an, Special. So, ihr müsst einmal Hannover Mitte. Und zwar müsst ihr zum Anzeigehochhaus eine Schwelle einsetzen. Der Tischler ist mit dabei, denkt an die Sicherheitsausrüstung. Ja, logisch, ja. Wenn ihr Probleme habt, ruft er an. Ach, wann haben wir schon mal Probleme, ne? Gehen wir hin. Also okay, bis nachher. Okay. Tschüss. Insgesamt verfügt die Stadtentwässerung über 25 Spezialfahrzeuge. Dieser Hochdrucksaug- und Spülwagen ist Franks ganzer Stolz. Kaum sind sie vom Hof, funkt die Zentrale einen weiteren Auftrag durch. 21 für Zentrale 1. 21 hört. Morgenbahntrick ist Stehlinger Straße, Ecke Hansastraße. Bitte die Verbindungsschieber kontrollieren. Alles klar, habe ich verstanden. Wir fahren dahin. Am Wochenende hatte es hier im Gewerbegebiet gebrannt. Weil das kontaminierte Löschwasser nicht in den hiesigen Regenwasserkanal fließen durfte, wurde es in einen Schmutzwasserkanal umgeleitet. Ja, da sind wir richtig. Zurzeit darf das Regenwasser nicht einfach so in die Leine, weil es einfach verseucht ist. Ne? Da müssen wir erst mal gucken. Erst mal reinigen wir die Röhren. Dazu lässt Frank die sogenannte Bombe in den Kanal hinab. Legen wir die hier rein. Und dann spült sie mit 150 Bar den Dreck weg. Durch den enormen Druck zieht sie sich selbst in die tiefen Röhren. Ich ziehe mich jetzt erstmal um und dann gucken wir, ob du alles mitgebracht hast. Das machen wir. Ja? Das ist ein Multiwarngerät. Das misst explosionsgefährdete Atmosphäre. Vorher dürfen wir ja gar nicht einsteigen. So müssen wir erstmal messen hier unten. Ist aber alles in Ordnung da unten. Schläge ich nicht an. Da kann der Kleine getrost einsteigen. Wenn er dann irgendwann mal fertig wird. Wie oft Frankie in den 20 Jahren bei der Stadtentwässerung schon ein- und abgestiegen ist, er weiß es nicht. Zählt es auch nicht. Es ist eben einfach sein Job. Du, ich glaube, hast du ganze Arbeit geleistet, du. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Ich glaube, die Kollegen können danach den Schieber wieder aufmachen. Oh, wie frühlingsfrisch durch unsere Zitronenmatten. Meine Güte. Ja, diese Zitronenmatten sind eigentlich nur dazu da, um den schlechten Geruch wegzukriegen. Die werden dann zusätzlich immer eingehangen. Das sind einfach nur solche Gelmatten, heißen die. Gelmatte, Zitrusduft und ja. Es riecht halt immer so, als ob einer in Zitronen eingeschissen hat.